Hier sind wir also wieder. Eine weitere Saison Formel 1 Rennen liegt vor uns. Manche Teams sind gut vorbereitet, anbereithält. Das Qualifying hier in Melbourne geht gleich los. Aiden Jackson aktuell auf Platz 9, aber Williams hofft immer noch auf eine bessere Platzierung für den Newcomer. Mal sehen, wie er sich schlägt. Sein Teamkollege Kasper Ackermann hat Q3 allerdings knapp verpasst. Es ging dabei nur um winzige 13 Millisekunden. Du hast dein Bestes gegeben. Wenn ich als Zweiter gefahren wäre, hätte ich die 13 Millisekunden locker gut gemacht. Warum muss ich immer zuerst raus? Der 11. ist doch kein Weltuntergang. Das holst du schon wieder auf. Ja, sicher. Aber es wäre nicht nötig. Hier stimmt was nicht. Verstanden, Kasper. Wir sehen uns das an. Es ist das Getriebe. Ich habe einen Gang verloren. Gib weiter alles, Kasper. Wir sind noch am Auswerten. Tu einfach, was du kannst. Ich versuch's. Wir haben uns das Getriebeproblem angesehen, aber wir können es nicht reparieren. Pass deinen Fahrstil an und dann hoffen wir das Beste. Denk daran, dass dir diese Motoren viel Drehmoment liefern. Du solltest also einen Großteil der Runde in höheren Gängen fahren können. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Was ist denn da mit Kasper Ackermann passiert? Er ist zwar ins Ziel gekommen, aber das muss trotzdem extrem frustrierend sein, nicht wahr, Stefan?
Ja, könnte ein Getriebeschaden gewesen sein. Das ist immer schlimm für den Fahrer. Ackermann ist bestimmt nicht zufrieden. Aber unter diesen Umständen hat er sich, finde ich, ganz gut geschlagen. Nach der letzten Saison hat er sich sicher einen besseren Start gewünscht. Hoffentlich hat er beim nächsten Mal mehr Glück. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Das war heute nicht so ein gutes Rennen für Sie, Kaspar. Können Sie uns verraten, was da passiert ist? Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Es macht mich wütend, richtig wütend. Ich war heute bereit, alles zu geben. Aber wegen eines technischen Problems war all die Vorbereitung und Konzentration umsonst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie hatten offensichtlich Probleme mit Ihrem Wagen, konnten aber das Rennen trotzdem beenden. Wie schwierig ist es, unter solchen Umständen noch ins Ziel zu kommen? Fast unmöglich. Um einen herum geht das Rennen weiter und man will da einfach nur mitmachen. Du spürst das Adrenalin, aber du kannst nichts machen. Was soll man da noch sagen? Sie hatten einen unglücklichen Start in dieser Saison und in der letzten gab es vor allem Probleme wegen Ihres angespannten Verhältnisses zu Ihrem Teamkollegen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt? Sagen wir einfach, diesen Getriebefehler hätte es bei Aidens Wagen nicht gegeben. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass ich mehr Erfahrung habe und auf mich selbst aufpassen kann. Aber das Team scheint sich mehr um Aiden zu kümmern als um mich. Mal sehen, wie die Saison weitergeht. Vielen Dank für Ihre Zeit.